Three Golds versus Tournament Edition. Willkommen zum Finale von Victory Road vs. Tournament Edition. Diesmal treten an Bradstone und Miffy in I Wanna Be the Boshi, ausgesucht von der Menge. Fight! So, I Wanna Be the Boshi im Finale mit Miffy. Yay. Hi. Yay, Ich bin ein Boshi. Oh Gott, Gut, dann würde ich sagen, die Sache ist halt, unter uns ist der Savepoint. Wir müssen ja irgendwie an den Savepoint kommen. Ich habe keine Ahnung, was die Pinguine machen. Ich auch nicht. Ansonsten fallen wir gleich im Tutorial an, aber das ist wurscht. Wir sind ja beide ungefähr gleich weit, deswegen. Mache ich mal gerade eben meine großartige Uhr der Zerstörung an. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, 30 Minuten los. Nein! Wer hat gerade den Quickload-Button gedrückt, statt zu schießen? Der hier. Ja, wer ist einfach gesprungen und ist oben am Rand des Bildschirms gestorben? Okay. What the? Okay. Change. Was? Ja, gut. Was ist das für ein Scheiß? Oh, what? Genau das? Genau Ach, das, dieser Death Counter ist ja auch schön. Please don't shoot. Ach, Kacke. Fick mein Leben. Ah, es geht schon gut los. Es ist ein typisches I Wanna Be Spiel. Ey, ich hasse dich doch mal, ne? Noch. So ein Anus. Gut, mal schauen, ob ich den zweiten Bildschirm hinkriege. Oh, gut, ich bin schon wieder tot. 7 Tode. Na, ich bin bei 6. Aber. Kacke. Mann. Alter! Fucking Pixel genau, ey. Das ist so schön. Das ist ein I Wanna Be. Kacke. Hätten wir nicht einfach WWW spielen können oder sowas? Ist doch eh alles. Was? Aber ich hab doch nur die Wand berührt. Ich hab noch nicht mal den scheiß Stachel berührt. Ja. Du darfst nichts berühren. So. Und jetzt? Ich will nicht mehr. Ich will jetzt schon nicht mehr. Wir haben noch nicht. Okay, wer zuerst den dritten Bildschirm erreicht hat, gewonnen, glaube ich. Wahrscheinlich. Ich will einen Savepoint da unten. Ein Savepoint auf jeder neuen Plattform? Ja, das wäre so gut. Achso, das ist einfach nur, damit man wieder da hochkommt, okay. Was ich noch gar nicht geschaut habe. Okay. Alter. Also es wird echt ein langweiliges Finale. Das kann ich euch allen sagen. Alter. Dieses Spiel, ne? Wie entscheidet sich eigentlich, wer weiter ist, wenn wir unterschiedliche Wege gehen? Mal so wer abhängig davon, wie viele Bildschirme man geschafft hat, würde ich sagen. Ich denke mal, das geht genau wie... Okay. Also es scheint ja recht eindeutig nach Bildschirm aufgeteilt zu sein, deswegen. Ja, gut. Nur dann. Gott, dann muss ich mir auch noch merken, in welchem Bildschirm ich bin. Ja, musst du. Alter. So? Nein. Kacke. 21 Tode, nochmal nicht im zweiten Bildschirm. So. Hätten wir nicht einfach Super Meat Boy nehmen können? Das kann ich wenigstens spielen. Ja, hätten wir. Einfach nur, weil Domme wollte, dass irgendjemand I Wanna Be the Boshi spielt. Ja. So, vielleicht jetzt. Das ist sehr gut. Ja, die Musik in dem. Die Musik in dem Spiel mag zwar schön sein, aber nicht, wenn man immer die gleiche hört. Das stimmt allerdings. Ich hab's auf die zweite Plattform geschafft und bin dort gestorben. Ich weiß gerade nicht, ob ich doch wieder den anderen Weg probiere. Oh nein! Ich weiß noch nicht mal, wie ich da oben hochkommen soll. Da, wo du wahrscheinlich lang gelandet bist. Nee. So, Moment.
Jetzt da hoch. Ja, danke. Jetzt runter. Jetzt zu früh gesprungen. Ach ja, dieses Pixelblut. Warum sind wir eigentlich ein fucking Ausrufezeichen? Ich weiß es nicht wissen. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich werde die Logik dieses Spiels nicht hinterfragen, in keiner Art und Weise. Ja, okay. Ich schwitze. Ich habe heute die letzten der 45 Gamescom-Videos editiert. Yay. Oh. Yay. Ich hasse dich, Dominik. Ich hasse dich so sehr. Och, also bisher ist es nicht so schlimm. Ich lasse mich von solchen Spielen einfach nicht schnell frusten, glaube ich. What the fuck? Hä? Huh? Ich habe gerade den ersten Pinguin unten links angeschossen. Und er killt dich. Nein, es kommt eine unendliche Flut von Pinguinen, die mich angreift. I wanna be the penguin. The fuck? Schön. Ich geh doch wieder den Weg unten. Da komme ich jetzt sogar auf Anhieb direkt runter. Ja, und jetzt? Nein, so nicht. Oh. Jetzt weiß ich, welchen anderen Bereich du meinst. Ja, und das ist ja viel einfacher! Naja. Das ist viel einfacher, als nach rechts zu gehen, ja? Nach rechts ist eine Hure. Hä? Warst du die ganze Zeit rechts, oder was? Ja. Ich dachte, du wärst nach unten gegangen. Nein, ich bin die ganze Zeit nach rechts. Ich war erst unten und bin dann nach rechts. Rechts ist Hure. Rechts ist scheiße, ja. Aber unten ist auch nicht viel besser, weil ich im zweiten Bildschirm nicht weiß, wie es weitergeht. Ich muss erstmal nach unten in den zweiten Bildschirm kommen. So, okay. Also Plattform. So fucking close. Ach so. Okay. Ja. Oh Mann. Fast. Okay. Jetzt weiß ich wenigstens. Obwohl, da geht's ja nur zur Kiste. Die Kiste bringt mir doch eigentlich gar nichts. Die Kiste geht mir so am Arsch vorbei. Oder brauche ich die Kiste, um das Ding zu aktivieren? Oh, ich glaube, ich brauche die Kiste, um das Ding zu aktivieren. Was denn für eine Kiste? Wo bist denn du jetzt? Ich bin nach unten gefallen. Aber wo ist denn deine Kiste? Auf dem Weg nach unten siehst du eine Kiste links von dir. Ach, da achte ich doch nicht drauf, wenn ich runterfalle. Ja gut, jetzt wo du es sagst, stimmt, da ist eine Kiste. Ich glaube, die braucht man, um die Plattform zu aktivieren, anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären. Ja, wahrscheinlich. Ja, und jetzt? Oh nein. Nein, 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 das ist nicht euer Ernst. Ich glaube doch. Au. Zigtausend Airjumps. Ja. Ja, gut, so viel dazu. Dazu muss ich aber erstmal dahin kommen. Ah, fuck my life! Okay. Die zum Geier. God damn. Alter! Schade. Einfach nur mittig durch geht wahrscheinlich nicht. Mann. Alles ist gut. Alles ist gut. Aber ich hasse dich. Alles ist gut. Yes! Nein! Wenn man zwei von den Dingern einsammelt, hat man dann auch zusätzlich zu dem Zeitpunkt zwei extra Airjumps? Was? Wieso? 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 Du Scheißspiel! The fuck? Ich bin links auf die Plattform gekommen, über die man dann hochgehen kann zur Kiste und plötzlich fällt ein fucking Stachel auf mich runter. Ich weiß es nicht, ob man zwei Sprünge hat, keine Ahnung. Ach Kacke, ich verkacke gerade die ganze Zeit den scheiß Fall da. Ja, den habe ich mittlerweile ganz gut drauf. Ja, ich muss noch den Dreifachsprung nach links hinkriegen, jedes Mal. Ja, das geht, finde ich. Ah, es ist Millimeterarbeit für mich gerade. Ach, schon wieder nicht geschafft. Die Sache ist, beim Finale wird nicht auf die Uhr geguckt. Insofern darf ich nicht nach rechts gucken, sondern irgendwann mal ist es einfach vorbei. Und das ist ein bisschen blöde. Ja. Yes! Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt muss ich da hochkommen und irgendwie dem Stachel ausweichen. Das wird lustig. Mit dem da hochkommen habe ich Schwierigkeiten. Das Hochkommen... Fuck! Das Hochkommen ist gar kein Problem.
Also mit diesen Multibällen, die da in der Luft hängen, da habe ich überhaupt kein Problem. Okay. Aber der Stachel kommt halt sofort runter, wenn du... Boah, ich bin so am Ölen hier. Leck mich am Arsch. Der Stachel kommt halt sofort runter, wenn du aufkommst und braucht ungefähr eine halbe Sekunde, um dich zu treffen. Das heißt, du musst aufkommen und sofort wegspringen. Aber ich glaube, ein bisschen verzögert. Ich bin mir da nicht sicher. Ach. Können wir nicht einfach Magical Plus spielen? Das ist eh alles viel besser. Was für ein Ding? Magical Plus ist ein Game, das ich auf der Gamescom entdeckt habe für mich. Das absolut fucking großartig ist. Sollte sich jeder auf jeden Fall mal reinziehen. Okay. Wir werden nicht von dem bezahlt, das Spiel ist einfach gut. Nein! Ah, fast! Okay. Bisschen früher springen, dann hab ich's. Mann, ich verkack gerade hart. Ich verstehe nicht, wieso es für dich so ein Problem ist, da auf die bei den vielen Bällen auf die Plattform zu kommen. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Das ist eigentlich super easy. Der Stachel, der dann kommt, der ist scheiße, aber ansonsten. Ach, zu spät. Gleich 80 Tode erreicht, meine Damen und Herren. Naja. Ja, okay, I see what you mean. Yep, genau das. Aber du musst nicht mal den Boden berühren, um den Stachel zu aktivieren. Ach shit, da muss man wahrscheinlich da nur in die Nähe kommen. Ja. Das ist interessant. Ich war gerade noch in der Luft, als er mich erwischt hat. Okay. Das ist natürlich interessant. Aber das ist gut zu wissen. Ja. Kann man sich mental schon mal drauf vorbereiten. Yes, ausgewichen! Hure! Fick dich! Scheißball! Sorry. Das ist der Fußballfan in mir. Durchgekommen, obwohl ich gar kein Fußballfan bin. Ich hab das Gefühl, ich drück den Sprungbutton yes. Jetzt noch die Kiste holen. Bisschen zu früh. Jetzt noch die Kiste holen, dass ohne dass mir etwas passiert. Yes, ich hab die Kiste! Woo! Oh yeah! Fast geschafft. Es gibt einen Save Point bei dem... Also Secret Item, Awesome Saw. Ha! Booyah! Kascha. So. Du wirst dich ärgern, wenn du das Item hast. Glaub mir. Ernsthaft? Hab ich gerade. Nicht, oder? Ernsthaft? Nee, okay. Gut, Awesome Sauce! Genau. Und es bringt dir nichts. Es ist einfach nur für ein Achievement. Es ist ein fucking Collectible. Ist mir völlig egal. Es ist Awesome Sauce. Ich speichere jetzt erstmal. Weiß ich aber trotzdem nicht, wie ich... So. Wie kommt man da jetzt? Dass der Speicherpunkt einen anschießt, finde ich fies. Ja, es prallt halt ab, glaube ich. Hey, jetzt zählt's bei mir wieder bei One Death los. Was zur Hölle? Ich habe keine Ahnung, ich bin nochmal bei 85. Okay. Okay, dann müssen wir wohl doch nach rechts. Ja. Weil die Plattform bewegt sich nicht. Ist das nicht spannend? Nech. Aber gut, wir beide sind gleich weit. Insofern, das ist schon mal gut. Glaube ich. Ey, ich glaube echt, die Leute. Ja, wäre gut, wenn ich jetzt die ganze Zeit den anderen Weg probiert hätte, dann... Ja, dann, wärst du jetzt Mr. Awesome Sauce. Schlauer. Wow, zu früh runterfallen lassen. Eieiei. Ach, zu spät. Ach. Ich hab noch so ein bisschen Probleme, auf die zweite Plattform zu kommen. Ich hab's gerade das erste Mal ohne große Probleme geschafft und jetzt sind die Probleme wieder da. Hm. Ja, Doppelsprung sollte man aber trotzdem machen. 91 ja. Tode. So. Ach, zu früh. Das ist fucking Pixelarbeit. Das ist Boschi. Ist mir egal. Ich hab davon noch nie was gehört, bevor Dommel damit angefangen hat. Oh, okay. Oh. Ah, vielleicht, wenn man da springt? Zu früh. Ach, fuck. Von unten an die Plattform gesprungen und dann unten in den Stachel gefallen. Autsch, das ist weh. Das war dumm. It's smashing time. Ich kann dieses scheiß Killer-Instinct-Ding nicht mehr hören. Dieses jetzt Boschi-Time. Ja. Ja, ich weiß. Das ist sehr beruhigend, sehr entspannt. Ach. So. Nein! Fast!
No. Fast von der zweiten Plattform runtergekommen. Jetzt, nein! Okay. Ist gar nicht so einfach, ne? Naja, draufkommen ist einfacher als runterkommen, interessanterweise. Ja. Ich hab da so eine Theorie, was das... Ach, scheiße, das ist ein dummer Tod. Tode. Ich hab da so eine Idee, was das Runterkommen anbetrifft, wenn ich jetzt mal wieder raufkommen würde. Und dann Sprung machen, bevor du den Stachel triffst. Ja. Dann musst du direkt auf die dritte Plattform springen, sonst bist du tot. Okay, bisschen zu früh. Oh nein. Ich hasse es, dass direkt am Anfang des Raums ein Stachel ist. Fuck you. Boshis Hitbox zählt wohl auch. Boshis Knarre zählt wohl auch zur Hitbox. Wahrscheinlich. Ach, Kacke. Das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Ich hätte gerne so eine Toho-Hitbox hier, so ein Pixel. Das wäre nicht übel. Aber gleich viel angenehmer. Aber nein! Toho kommst du ja auch anders nicht durch. Wieso zögere ich? Wieso zögere ich auf der zweiten fucking Plattform? Das weiß ich nicht. Ah! Ich find's nervig, dass die schwarze Umrandung der Stacheln zu deren Hitbox gehört. Weil die kannst du teilweise nur schlecht sehen. Und du stirbst halt einen Pixel früher. Ja, gut. Ja, ist ein bisschen blöd bei einem pixelgenauen Spiel, deswegen. Ja. Aber es macht, glaube ich, bei dem Spiel auch nicht mehr viel aus. Wahrscheinlich nicht, ne. Oh, fuck. Oh Mann, ich spring dauernd unten an die zweite Plattform dran. Wie schaffst du das? Indem ich zu früh springe. Oder indem ich mich zu früh nach rechts bewege, während ich springe. Okay. Versuchst du von unten auf die zweite Plattform zu kommen, oder was? Wie denn sonst? Zwischen den Stacheln durchspringen? So wie es, denke ich... Oh Gott. Ich glaube, du wirst sehr viel Spaß haben, wenn du dir die Folge anguckst. Wieso? Weil wir beide, glaube ich, sehr unterschiedlich spielen. Ich glaube, ja. Und ich glaube, deine Art ist einfacher. Weil auf deiner... Nein! Weil auf deine Art bin ich gerade fast zur dritten Plattform gekommen. Fuck! Wieso immer kompliziert, Bartosz? Wieso immer kompliziert? Das weiß ich nicht. Ich bin halt wirklich so Sachen wie Super Meat Boy gewöhnt. Und da hättest du halt genau das machen müssen, was ich gerade gemacht habe. Man hat halt einfach auch keine Zeit zu planen, wenn man irgendwo auf einer Plattform steht. Nee, nicht wirklich. Ach, fuck. Kurz gezögert. Ach. Ist doch kacke. Ich spiele solche Spiele gerne, aber ich kann sie trotzdem nicht. So. Jetzt dahin. Jetzt. Ach, scheiße. Zu spät gesprungen. Sollen wir irgendwelche lustigen Geschichten erzählen oder sowas? Weil die Leute langweilen sich gerade. Es gab da mal so ein kleines gelbes Dreieck, das hat versucht, seine Freundin zu befreien, aber die wurde. Es geht hier darum, deine Freundin zu befreien? Keine Ahnung! Die wurde garantiert vom bösen Dr. Viereck entführt. Dr. Viereck? Dr. Viereck hat das nur gemacht, weil er einsam war. Oh. Und hat die ganzen Pinguine umgebracht und sie zu Zombies gemacht, deshalb helfen sie dir jetzt. Of course! Ja, ich finde, das ist eine sehr. akkurate Story für dieses Spiel. Buja! Save Point! Nein! 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 Wie kannst du es wagen? Ja. Und somit hat Demifi das Finale von Victory Road vs. Tournament Edition erste Staffel gewonnen. Woohoo! Fick dich. Ach, kacke. 36 Tode. Oh, kacke. Es wird nicht besser. 37 Tode. Oh my. I just died in your arms tonight. Ich hab mich... gerade
in Blöcke geglitscht. Oder weiß ich nicht, ob das als geglitscht ist. Alles gewollt. Ist alles gewollt. Ja, so. Oh Gott. Frenzy. Ist das eine Ratte? Bist du eine Ratte? Ich hoffe, du bist. So, oh Gott, du bist viel zu schnell. Aber der Screen danach ist interessanterweise einfacher als davor. Das ist gut zu wissen! Das ist gut zu wissen, Micha! Ja, was denn? Ich freue mich schon auf den nächsten Bildschirm! Und der danach ist wieder scheiße. Hey, Domme. Wie war das noch mit dem Sicherstellen, dass es nicht ein dauerhaftes... Oh, wir sind irgendwie ja, zwei Bildschirme unterwegs. Was erwartest du? Okay, das ist man irgendwie einfach hoch. Hat uns irgendwas anderes gegeben, glaube ich. So, okay, zweite Plattform. Dritte Plattform. Und nächster Bildschirm und Save Point. Ja, der, also wie gesagt, der Bildschirm geht. Der danach ist wieder. Hä? Das ist ja. Oh, okay, fallen lassen, okay. Oh. Nächster Bildschirm. Was bist du? Das habe ich mich auch gefragt. Was ist das? Oh, das ist Taz! Von den Looney Tunes. Ach, das echt? Ja, wenn du ja, nach dem krass. Tod ihn dir langsam mal anguckst, sieht er aus wie Taz. Stimmt, ja, okay. Ach, nicht springen, genau. Dieses schöne offensichtlich, wenn du ihn dir nach dem Tod mal anguckst, was schon quasi impliziert, dass man stirbt. Ja. Ist immer schön. Okay, das heißt, ich muss jetzt irgendwie an ihm vorbeikommen. Boah, ey, ich hab da jetzt schon keine Lust. Ich hasse diesen Gegnertyp übrigens. Ich kenne den aus diversen Nein! Spielen, hätte ich fast gesagt. Fuck! Aber so schwer ist er nicht. Also ich hab mir seine Reaktion ein bisschen krasser vorgestellt, wenn man an ihm vorbei hüpft. Okay. So, schauen wir mal. Jetzt habe ich hier wieder mit dem ganz einfachen Probleme. Ach, fuck, der prallt von der Wand ab, deswegen. Alles ist noch offen. Ich kann noch immer gewinnen. Ja. Hitbox, please. Doppelsprung hätte ich mal. Fuck. Also der Bildschirm direkt beim Checkpoint ist angenehm easy im Vergleich mit dem, was davor war. Ja. Und ja, nächster Bildschirm! Woohoo! Nächster Checkpoint! Scheiße. Oh. Scheiße. Jetzt erstmal massiv masturbieren! Okay. Ich glaube, ich weiß, wie ich hier durchkomme. Oh, Mann! Nein! Okay, so. Fuck, okay, das war so nicht geplant, aber ist auch... Hallo? Hallo, Spiel? Doppelsprung, wo bist du? Danke. Das denke ich mir auch gerade. Ich sammle die Kugel ein, drücke springen und falle runter. Ach komm. Ja gut, so schwer war er jetzt doch nicht. Save Point. Hi. Scheiß. Arschloch. Ah, okay. Ey, wenn er wenigstens springen würde, wenn ich die scheiß Kugel einsammle, dann wäre das überhaupt kein Problem. Ich hätte gerade echt gerne eine Kamera auf meinen Händen. Damit die Leute wissen können, dass ich kein Bullshit. Ah, laber. Wenn du meine Hände sehen würdest, Ey, ich bin. Mir fließt das Wasser aus den Fingern. So intens ist es gerade. Aber man merkt, wie man. An sich immer besser wird. Ja, ich hasse es. Es fängt an, Spaß zu machen. Kacke! Ach! Diese scheiß Bälle da unten. Spring doch, du Hurensohn!
Nein! Ja! Ja, Checkpoint! Woo! Und der Checkpoint hat mich gerade umgebracht. Du bist ein Arschloch. So, nächster Bildschirm. Was? Oh, ne. Oh, okay, das ist ein Secret Item. Nee, das sammle ich nicht ein. Ach. Fucking Pixel genauer. Müll. Ja, ich denke, das geht an dich. Und nächster Bildschirm. Echt? Ja. Kacke. Und da ist sogar schon der nächste Checkpoint. Cool. Yes, yes, und Checkpoint, Checkpoint. Ich schaff grad diese, Checkpoint, Bitches. Ich schaff grad diese Sprungkacke hier nicht mit den Kugeln. Ich war eben einmal kurz vor der Kante und seitdem krieg ich es nicht mehr hin. What the fuck? Was ist... Was zum... What the... Wieso ist das gerade nicht passiert? Spiel, wieso tust du mir das an? So. Okay. Dann muss ich fallen und dann... Ah, okay. Ja, also so nach meinem Zeitgefühl dürfte der Timer gleich auslaufen. Und du bist ein paar Screens vor mir. Ja. Boah, ich bin am Schwitzen. Leck mich am Arsch. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Bup, 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 bup. Und bup. Nein! Nein! Wie, der Himmel tötet mich! Wieso tötet mich der Himmel? Weil der Himmel scheiße ist. Der Himmel ist eine Hure, was soll das denn? Mann! Kleines gelbes Dreieck. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du tust, was ich... Oh, danke. Was ich denke, was du tust. Ach, Kacke. Geh, das ist, wenn ich es zum nächsten Checkpoint geschafft, oben drauf, oder hängst du noch bei den Kugeln? Nee, jetzt nicht mehr. Weil der Typ danach ist eigentlich easy. Und danach hast du direkt wieder einen Checkpoint. Was macht er da unten? Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Vor allen Dingen, beim ersten Mal ist er gar nicht gehüpft. Ja. Ich bin problemlos zum nächsten Bildschirm gekommen. Und plötzlich hüpft er. Wieso? Ach, Doppelsprung. Dann sind wir wieder gleich auf, oder was? So, auf ein neues. Ich sterbe natürlich direkt beim ersten Scheißstachel. Die fucking Pistole, der zur fucking Hitbox gehört, fick dich so sehr auf dem Bildschirm nach dem Hüpfer. Bin schon so oft in den Stachel direkt vor mir reingedutzt, ja, weil ich ihn berührt habe. Ich auch. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst mit der Himmel tötet mich. Ja. Ja, ja, ja! Nächster Bildschirm! Woo! Checkpoint! Woo! Checkpoint! Scheiße. Oh ja! Oh Gott! Oh yes, 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 yes. Bist immer so ein Müh vor mir. Yes, 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 yes. Oh.
My god, oh 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 my god, god, god. Jetzt muss ich hier mich ranhalten. Ja, musst du, Bro, musst du. Ja, nächster Bildschirm! Was? Aber wieso? Was war der Sinn des Ganzen? Ich bin wieder bei dem Pinguin! Okay. Was ist der Sinn des Ganzen? Oh! Nee, oder? Du Hur... Wow. Wow, Spiel, du bist ein Arschloch. Du bist... Wow. Ich bin ein bisschen überrascht, dass du so ein Arschloch bist. Okay. Kann ich jetzt froh sein, dass ich doch noch nicht ganz so weit war wie du? Nächster Checkpoint. Ich bin weitergekommen, als die eine Plattform da war. Wow! 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 Riesige Spinne kommt vom Himmel. Gut. Okay. Bis zu der werde ich nicht mehr schaffen. Gerechnet. Run, Boshi, run like the wind. Ende, Stopp, Pause drücken, Escape, was auch immer. Ja, Game Over tut's auch. Leck mich am Arsch. Ich bin bei der riesigen Spinne. Ja, nee, ich bin gerade bei dem springenden Typ, weil ich den Screen danach nicht geschafft habe. Oh Gott, ich hab... Damit geht das an dich. Oh Gott. Danke. So. Du warst ein würdiger Gegner. Ja, ich habe ernsthaft gedacht, du reißt das, du fickst mich weg. Alter. Du ziehst es durch. Ich bin am Schwitzen wie Sau. Oh mein Gott. Das nenne ich mal ein Finale. Domme, du bist ein Arschloch. Minimal. Aber es ist trotzdem ein geiles Spiel gewesen fürs Finale. Oh ja. Im Nachhinein. Boah. Ich möchte allen danken, die mich in diesem Kampf unterstützt haben. Alle, die an mich geglaubt haben. Also danke, Mama. Ich wollte gerade sagen, also im Prinzip keiner. Ja. Es hat sehr gut. Jahrhunderte gedauert, bis diese Staffel versus Tournament Edition endlich mal zu Ende ging. Aber jetzt ist es vorbei. Yay. Ach, wie bald lange? Geht's mit der nächsten Jahre? Weiter. Ein halbes Jahr. Oh, naja, gut. Weil seit 2 Monaten, wir haben es 2 Monate lang nicht geschafft, die letzte Folge aufzunehmen. Ach so, yay. Nächstes Mal mit mehr Leuten, mit einem schnelleren Rhythmus. Und mit besseren Spielen. Und mit wahrscheinlich besseren Spielen. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Yo. Besucht Mifi auf seinem großartigen Kanal, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Was machst du so Interessantes? Allerhand, hätte ich fast gesagt. Größtenteils, das, wofür mich die meisten wahrscheinlich kennen, ist eher Pokémon. Also im Prinzip das, was ich mit Dommer auch mache. Mhm. Und ansonsten halt noch kreuz und quer Let's Plays. Okay. Was auch mal irgendwann weitergehen müsste, weil ich so ein bisschen Pause habe derzeit, aber das darf ja niemand wissen. Naja, gut. Okay, besucht ihn. Link und... Spaßtrainer ist bei uns auf dem Kanal und Abos, Tumble Grab, Twitter, Flottenbook und alles, überall. Was so da ist. Gebt uns euer Geld auf Patreon und bis zum nächsten Mal. Tschüss.